Das Finale der U21-Europameisterschaft 2021 steht an. Dieses Turnier hat sich gezogen vom 24.03. und findet sein Finale am 6.06. Deutschland und Portugals U21, also im Aufeinandertreffen. Sicherlich die deutsche Nationalmannschaft leicht favorisiert, Portugal mit etwas Glück ins Finale eingezogen. Das 1:0 gegen Spanien war dort keine Selbstverständlichkeit, aber ganz klar, die Mannschaft von Stefan Kuntz ist gewarnt, gegen diese Portugiesen Chancenwucher zu betreiben, kann man sich eigentlich nicht erlauben. Und Deutschland legte gut los. 10. Spielminute über die rechte Seite. Riedle Baku, der den Weg in die Mitte findet. Arne Meyer mit dem Ball zu Mecher, aber der Ball knapp vorbei. Und mit knapp sind hier knapp anderthalb Meter gemeint. Nun Portugal das erste Mal nach vorne unterwegs. Deutschland stand gut. Rafael Leão legt quer. Thiago Thomas aber bekommt dann nicht wirklich einen gefährlichen Abschluss zustande. Aber die Portugiesen, sie bemühten sich nun und kamen auch gefährlicher nach vorne. 20 Minuten gespielt. Rafael Leão. Und diesmal klappt diese Kombination. Thiago Thomas in der 18. Spielminute mit dem 1:0. Damen, der hier nicht viel ausrichten kann, aus kurzer Distanz dann überwunden wird. Und das brachte den Kontrahenten Deutschland so richtig breite Schultern. Rafael Leão 0:2. Enormer Nackenschlag für die U21 von Stefan Kuntz. Und die Aufgabe, jetzt wurde sie richtig groß. Eigentlich gut begonnen und dennoch lag man nach 30 Minuten mit 0:2 im Rückstand. Das hätte man sich anders vorgestellt. Aber man bekam nochmal die Möglichkeit, vor der Pause anzuschließen. Das 1:2 wäre natürlich extrem wichtig. Ball reingebracht, aber auch der Kopfball nicht wirklich gefährlich. Costa stürzt sich dann auf den Ball. Kopfballversuch. Brenzlig, aber nein. 0:2 nach 45 Minuten. Also eine ganz große Aufgabe. Doch es schienen die richtigen Worte in der Kabine gefallen zu sein. Özkan mit dem Ball zu David Raum. 1:2 in der 47. Spielminute. Und so schnell kann es gehen. Plötzlich nur noch ein Tor Rückstand. Die Hoffnung wieder groß. Super Abschluss von dem linken Verteidiger, der mit Fürth aufgestiegen ist und nun zur TSG Hoffenheim wechseln wird. Und jetzt hier weiter Dampf. Arne Meyer, lange am Ball, zu lange. Riedle Baku, die Außenverteidiger kehren dieses Spiel hier um. 55. Minute, 2:2. Was für ein Start in den zweiten Durchgang. Baku auch mit dem VfL Wolfsburg letzte Saison unfassbar an Profil gewonnen. Und jetzt wollten sie es in der regulären Spielzeit noch umkehren. Dorsch mit dem Pass. Florentino dazwischen, aber Szene noch heiß. Wirtz, Berisha, Raum. Der kann diese Flanken schlagen. Aber der Kopfball von Arne Meyer etwas zu weit vom Tor entfernt. Und zum Schluss der regulären Spielzeit wurde dann Portugal wieder stärker. Die brauchten eine Weile, um sich zu erholen. Jetzt aber Jota und Thiago Thomas. Mal wieder Thiago Thomas, der hier wirklich im Mittelpunkt stand. Wenn was Gefährliches passierte, dann war er zu 90% daran beteiligt. Der anschließende Eckstoß. Und der wird tödlich. Jota mit dem 3:2 in der 81. Spielminute. Nach einer Standardsituation fällt der erneute Führungstreffer für Portugal. Der Mann, der mit Valladolid aus La Liga abgestiegen ist. Aber das ist in diesem Moment vergessen, denn es war der entscheidende Treffer. Portugals U21 wird Europameister 2021. Enttäuschung bei Deutschland,
ein tolles Turnier gespielt. Am Ende ist es nur die Silbermedaille geworden und dennoch diese Nationalmannschaft, sowohl die von Deutschland als auch von Portugal, macht Hoffnung auf guten Fußball in den nächsten Jahren.